Ich bin eigentlich ganz schlecht für Titel aussuchen. Ja? Es ist mir einfach nur so spontan, ganz schnell, weil damals hat mir die Tina Leisch, das war die, die ich überhaupt in diesem Projekt geleitet habe, in Wien, sie hat mir gesagt, ja, schnell, schnell, Ibrahim, wir brauchen einen Namen dafür, für die Forderung. Und ich denke, ich wusste nicht, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, okay, Homo, weil es war auch bezogen auf, also sein Wortspiel halt quasi auch auf die Homosexualität, aber das war aber, ich wollte es nicht so damit meinen, ich habe gesagt, Homo, Halal. Und dann war sie, es war so Homo und Halal und sie hat gesagt, na, da brauchen so ein Wort. Und ich habe gesagt, dann Homo Halal. Und dann war es da einfach, ja. Homo ist ja der Mensch, nicht? Und Halal ist auf Arabisch oder in dem Islam heißt es so koscher. Es ist ja auch ein Thema, wo jetzt nicht für einen Autor, nicht nur für eine Person interessant ist. Also es ist ja für eine Gesellschaft, eine europäische Gesellschaft, ob wir jetzt in Wien sind oder in Dresden oder in Berlin, das interessiert auch die Schauspieler, die auch da leben. Und das war auch eine politische Zeit, hochpolitisch hochinteressiert. Alle waren so interessiert, was ist jetzt mit diesen sogenannten Strömungen, die halt von den Menschen, die halt sich Schutz in Europa gesucht haben. Also das war so interessant für alle und auch als ich mit den Schauspielern gearbeitet habe oder davor, also es war ja nicht so, dass wir, keine Ahnung, über eine Liebesbeziehung für zwei einsame Menschen oder wie auch immer, es ist ein politisches Thema und deswegen war es interessant für alle und das war auch für mich interessant zu beobachten, wie sie halt auf das Stück reagieren und wie sie dazu sagen haben, überhaupt ihre politische Meinung zu der ganzen Debatte. Und das hat viel Input gebracht, das hat sehr viel, es hat so viel Stoff angeboten, es waren sehr viele Blickwinkel, die ich auch davor nicht gesehen habe, natürlich. Also wie gesagt, das ist eine gesellschaftliche Debatte, es ist ein Thema, wo alle sich dafür interessieren, die pro oder contra sind für so diese Politik. Es ist eine Diskussion, aber jetzt es sind viele verschiedene Meinungen, aber die halt nicht recht sind. Ja? Da hat das rechte Flügel überhaupt nichts zu sagen in dem Stück. Und das finde ich, das ist natürlich auch meine Absicht. Ich wollte nicht da für die Rechten eine Stimme verleihen. Aber für die andere Seite, das ist eine berechtigte Diskussion. Und das sind es gibt so viele Fragen, es gibt auch viele Diskussionen. Und wie gehen wir mit fremden Menschen um, die jetzt gerade bei uns Schutz suchen? Und wie wird es dann 20 Jahre sein? Und wird jetzt islamisiert oder radikalisiert oder so? Diese Gedanken hat jeder. Es muss ja nicht. Und wenn man sowas diskutiert, muss man ja nicht so eben kontraproduktiv sein. Man kann sehr, sehr gut auch konstruktiv sein und sagen, okay, was sind die richtigen Fragen, was haben wir verpasst, was sollten wir jetzt beachten. Ja. Das sind so Charaktere, die eigentlich, die gibt es schon, nur halt, die Geschichten sind fiktiv, nur halt diese eben die Aktivistinnen und die Flüchtlinge, die Refugees, die halt diese Gruppe, jeder hat seinen eigenen Charakter gehabt, den ich auch ihnen zugeschrieben habe und mit ihnen weiterentwickelt habe. Es gibt schon so diese Liebesbeziehungen, gibt es diese Debatte über, ob mein Sohn schwul wird und mit deinem Sohn dann später in 20 Jahren eine Beziehung hat, wie reagiere ich jetzt darauf, obwohl wir jetzt sehr gute Freunde sind und so weiter. Die gibt es schon. Und das war auch von Ihnen ist gekommen und nicht, das war nicht meine Idee. Ja. Und das fand ich sehr interessant, weil man hat so innerhalb von einer dynamischen Gruppe, die sind eigentlich mittlerweile Freunde, die hat einfach auch Diskussionen entstanden, Streitereien ist auch ausgebrochen, aber halt harmlose. Und sind halt dann, was danach, diese ganze Wendung und so, das ist natürlich eine Fiktion. Das spielt ja auch in der Zukunft. Nur halt, es gibt so diese Beziehungen, diese menschliche Beziehung zwischen denen, die gibt es wirklich. Ja.
Flüchtling ist nur halt ein vorübergehender, hoffentlich vorübergehender Zustand, der Mensch durchmacht gerade. Aber der Mensch, der jetzt gerade diesen furchtbaren Erfahrungen durchmacht, ist es auch, hatte davor und nachher und währenddessen ein Leben und ein Charakter. Und es ist ja nicht weiß und nicht schwarz, es ist alles so menschlich, halt, wie wir so alles sind. Es ist auch ein unerwarteter Zustand. Ja? Man weiß ja nicht davor, dass man irgendwann als flüchten wird und diesen mit sich zu tragen. Also, das ist, es wird auch gezeigt, dass das Menschen mit Problemen, mit Erfahrungen, Enttäuschungen, Liebe und so weiter und so fort, sicher. Interessanterweise, das höre ich immer, oder auch in den Kritiken, dass man so hingeschrieben hat, ja, das ist, das uns näher bringt, was sind die Flüchtlinge, was sind die Flüchtlinge? Das sind Menschen, die auf der Flucht sind, das ist ein Zustand, das muss man halt endlich mal checken. Ja? Es gibt halt Bösen und die Guten und Arschlöcher und Netten und wenig Netten und so weiter und so fort. Und das haben, ich glaube, die beiden Seiten vergessen. Ja? Es wird nur instrumentalisiert.